Gut, wir sind im Hebräerbrief und ich denke, wir haben ja gesehen im Laufe der Zeit, dass im Hebräerbrief dieser Aufbau des Paulus ist, eben, dass er am Schluss die Ethik bringt. Und jetzt sind wir eigentlich in einem ganz entscheidenden Teil des Briefes, in dem Kapitel 13, wo der Schreiber, ob es nun Paulus war, der Apollos oder Timotheus, egal wer es war, oder Schreiber, nochmals zentrale Dinge anspricht, die für uns eine große Rolle spielen. Ich lese uns den 9. Vers. Er sagt hier, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Also er sagt hier etwas, das, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, ihre Gemeinde, die eine normale Lehre hat, jetzt keine so große Rolle spielt, aber er führt auch die Speise als eines der zentralen Musterbeispiele an. Aber wer sich im Reich Gottes auskennt, der weiß, vor allem seelsorgerlich, wie viele Menschen Schiffbruch erleiden wegen bestimmten Lehren, die nicht zu der Lehre der Apostel, nicht zu der Lehre des Evangeliums gehören. Und von daher denke ich, ist es wichtig, dass man sich das ansieht. Er sagt, es sind vielfältige, es sind fremde Lehrer und wenn man von denen umgetrieben wird, das ist ein typisches Merkmal, die Menschen werden dann erfasst, können fast nichts anderes mehr denken und drehen sich nur noch um diese Lehre und gehen dann ihnen kaputt. Ich hatte so Leute nicht nur einmal daheim auf dem Sofa sitzen. Wenn du die Leute hast, oder wir haben ja Leute bekommen damals von diesen Exorzistengemeinden hier in unsere Reihe, wir haben Leute von den Pfingstler, von den Charismatiker, wir haben alles Mögliche gehabt. Wir haben selbst Leute von der Emma Berger gehabt, von extremer Israel-Richtung. Wenn du das alles siehst, dann merkst du einfach, das einfache Evangelium bringt die Leute zur Ruhe. Und diese Lehrer, die betäuben sie. Sie narkotisieren die Leute für eine bestimmte Zeit. Und dann, wenn sie aufwachen, dann kommt der große Knall und meistens geht sie kaputt. Und darum ist es wichtig, dass man so ein Thema auch ansieht. Und wenn hier jetzt der Hebräerbrief sagt, wir sollen uns nicht von fremden Lehren umtreiben lassen, dann muss man ja fragen, als logische Folge von diesem Satz, ja, was ist dann eine normale Lehre? Was ist dann das Normale? Was ist der Status quo? Was ist das, was nicht fremd ist, was normal ist? Und das sagt die Bibel in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die Lehre der Apostel ist das Normale. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für das Leben eines einzelnen Gläubigen und auch für eine Gemeinde. Die Lehre der Apostel ist der Maßstab. Was ist Lehre der Apostel? Es gibt kein Buch, wo sagt Lehre der Apostel. Interessant ist, dass zum Beispiel in der Apostelgeschichte drüber steht im Griechischen Praxis Apostolen. Das heißt, da steht drüber die Praxis der Apostel. Das heißt, die Apostelgeschichte ist nicht die Lehre der Apostel, sondern die Apostelgeschichte ist letztendlich ein Erfahrungsbericht. Das ist Praxis. Praxis Apostolon, die Lehre der Apostel. Und die finden wir woanders. Die Praxis haben wir in der Apostelgeschichte. Also darf ich aus der Apostelgeschichte keine Lehren ziehen. Und immer wieder werden Lehren gezogen aus der Apostelgeschichte. Ich werde nachher eine aufzeigen. Immer wieder werden Lehren gezogen aus dem mosaischen Gesetz. Immer wieder werden Lehren gezogen aus dem richtigen Teil, den ich jetzt meine, nämlich die Lehrbriefe ist die Lehre der Apostel. Aber sie werden dann einseitig ausgelotet. Und wenn man das tut, dann kommt man zu fremdartiger Lehre, dann wird man umhergetrieben und du siehst meistens, wenn jemand von dem erfasst wird. Und das ist oft ein schrecklicher Zustand, wohl dem, der das nie kennengelernt hat. Ich habe es leider kennengelernt. Wer es kennengelernt hat, der weiß, von was ich rede. Und ich kann bloß jeden warnen, hier vorsichtig zu sein. Wir werden nachher sehen, wie die Bibel ein perfektes Mittel gibt, wie man sich hier schützt. In 2. Petrus 3, Vers 2 steht die interessante Bibelstelle. Die wird meistens ein bisschen überlesen, aber die spielt eine ganz große Rolle. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat.
Jetzt sagt hier die Bibel, jetzt übertrage ich es mal auf diese Lehre. Er sagt hier Rema, also das Wort oder die Worte. Und da muss man jetzt einfach etwas nüchtern sachlich feststellen. Er sagt, diese zentralen Dinge sind bereits von den Aposteln prophezeit. Und das Zweite, was er sagt, ist, der Herr Jesus hat den Aposteln praktisch aufgetragen, was sie auch von seiner Lehre aufnehmen solltet, oder ich sage es jetzt einmal so, wo die Verbindung hergestellt wird. Da könnte man sagen, ja, ist nicht alles gleich wichtig. Doch, es ist alles gleich wichtig. Aber der Herr Jesus redet zum Beispiel in den Evangelien einmal zum gesetzestreuen Jude und sagt zu ihm, wenn du gerettet werden willst, halte das mosaische Gesetz. Im Neuen Testament hat er den Aposteln aufgetragen, zum Beispiel zu schreiben, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Und von daher muss man schon gucken, und das ist vielleicht der Punkt, wo die Gläubigen bei völligster Wertschätzung und völligster Einsicht, dass alles gleich wichtig ist, auch die Evangelien und alles, dass man halt alles von den Lehrbriefen her lesen muss. Wenn man das nicht tut, kommt man zu falschen Lehren. Und das sind so Dinge, wo man ganz sachlich, nüchtern, mit gewisser Disziplin sich daran gewöhnen kann, alles von den Lehrbriefen her zu sehen. Nur ein Beispiel, als die Pfingstbewegung mich gefangen hat sie mich auf folgende Art und Weise gefangen. Im besten Wissen und Gewissen, ich unterstellte den Brüdern nicht einmal, dass sie da was Böses wollten, sondern die wollten mir einfach ihre Lehre weitergeben. Die haben mir erzählt, in Apostelgeschichte 2, haben mir Apostelgeschichte 2 vorgelesen, und einer der Brüder sagte, oder wollt ihr es etwa anders? Und du bist ein junger Gläubiger. Ja, würdest du sagen, nee, ich will es anders. Ich will es nach der Art des Karl Hermann. Versteht ihr? Nicht einmal richtig gerade auslaufen können geistlich. Und da kommt ein großer Mann, wo ich denke, da ist ein großer Gottesmann. Und der sagt, du willst doch, wie es in der Bibel steht, und schlägt Apostelgeschichte 2 auf. Ich habe damals nicht gewusst, dass ich sagen muss, zeig's mir aus den Briefen. Und erklär mir Apostelgeschichte 2 aus den Briefen. Habe ich nicht gewusst. Und so bin ich in die Falle gegangen. Und darum ist es wichtig, dass man eure Gemeinde einmal die Grenze aufzeigt und erklärt, wie man an das rangeht. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, das Zentrale ist von den Aposteln bereits prophezeit. Und der Jesus hat den Aposteln gesagt, was sie aufschreiben sollten. Wenn du jetzt von den Lehrbriefen her auch die Evangelien liest, dann verstehst du es. Ich mache ein typisches Beispiel, dass ihr wisst, von was ich rede. Und ich möchte jetzt etwas betonen. Wenn etwas keine Lehre für die Gemeinde ist, dann hat es der Herr Jesus den Aposteln auch nicht aufgetragen. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Es gibt im Johannesevangelium dieses große Musterbeispiel der Fußwaschung. Man sagt ja selbst im Volksmund, du sollst dem Nächsten nicht den Kopf waschen, sondern die Füße. Ist ja sogar als Sprichwort eingegangen. Das heißt, du hast die Fußwaschung. Und wäre jetzt die Fußwaschung eine Erweisung, dass wir uns die Füße waschen sollten beim Abendmahl, das machen manche Gemeinden, und hätte sicher einen gewissen demütigenden Effekt, das könnte ich mir schon vorstellen, aber es ist in der Lehre der Apostel nicht wiederholt. Das heißt, der Herr Jesus hat es nicht aufgetragen. Und damit ist eindeutig, dass dieser Vorgang der Fußwaschung ein Musterbeispiel ist. Eine zeichenhafte Handlung Jesu, die für uns wichtig ist und uns den Sinn dieser ganzen Aktion zeigt. Aber wir sollen jetzt nicht hingehen und am Sonntagmorgen uns die Füße waschen. Und es gibt Gemeinden, die tun das, vor allem amerikanische Gemeinden. Da muss man einfach vernünftig sein. Und ihr merkt schon, wir kommen hier heute ein bisschen auf kitzligeres Gebiet. Aber der Vers ist mir ganz wichtig. Es ist prophezeit von den Aposteln und der Herr Jesus hat den Aposteln gesagt, was sie aufschreiben sollen. Und wenn ich jetzt etwas in den Evangelien habe, wo eindeutig ist, wie die Fußwaschung, dass es symbolisch ist, und ich finde sie in der Lehre der Apostel gar nicht mehr, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Herr das wirklich so gemeint, und wenn der Vers, wenn man den ernst nimmt, dass alles, was die Apostel geschrieben haben, vom Jesus kontrolliert wurde, wisst ihr, da denken wir oft gar nicht dran. Wir sagen, ja, alles eine Ebene, Apostel, die Lehre Jesus, Alte Testament, aber er hat hier das denen gegeben, seiner Elite, und er hat es kontrolliert. Und ich habe jetzt in dem kontrollierten Lehrschema, das es der Gemeinde gibt, habe ich bestimmte Dinge nicht. Da gehört zum Beispiel auch dazu, Lukas 11, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen. Die Bibel sagt, in dem Moment, wie ihr zum Glauben kommt, empfangt ihr den Heiligen Geist.
Das ist genau das gleiche Muster. Und da gibt es viele, viele, ich könnte jetzt aufzählen, also eins nach dem anderen, möchte ich aber nicht tun, sondern wir kommen nachher nochmal drauf. Mir ist bloß wichtig, dieser Vers, 2. Petrus 2, Vers 3, ist mit Apostelgeschichte 2, 42 einer der Garanten, dass wir nicht zu fremden Lehren gehen, wie unser Hebräerbrief sagt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht zu fremden Lehren übergehen oder dass wir nicht auf fremdes Gebiet, so möchte ich es mal nennen, gelangen, das heißt irgendwo in eine Falle gehen und dann von diesen fremden Lehren, die vielfältig sind, sagt der Hebräerbrief, umhergetrieben werden. Das heißt, dass uns das dann umtreibt. Und jetzt sage ich was mit einem traurigen Herzen, das kann auch etwas sein, das biblisch richtig ist. Zum Beispiel, dass man sieht, dass Gott mit Israel einen Weg hat. Es gibt da auch Gläubige, die haben nur noch Israel im Kopf. Ich bin ein großer Freund Israels, aber ich habe nicht nur Israel im Kopf. Und da gibt es viele Dinge. Ich bin ein großer Befürworter der Taufe der Erwachsenen, aber man kann aus der Taufe so etwas machen. Versteht ihr, man kann das alles draus machen, indem man das einfach überzieht. Gesunde Lehre bedeutet nicht nur, dass man das, was der Herr Jesus durch die Apostel hier fixiert hat, dass man das liest, sondern dass man auch die Gewichtung ernst nimmt. Wenn eine Bibelstelle 60 Mal oder eine Lehre 60 Mal in der Bibel einem eingehämmert wird und ich habe daneben eine Bibelstelle, die sogar nicht einmal eindeutig ist und es wird einmal gelehrt und dann kommen alle und reitet auf der eine Stelle rum und das passiert sehr oft. Und wenn ich das jetzt wieder öffentlich sage, kriege ich wieder Ärger, das weiß ich, aber ist mir egal. Weil ich muss ganz einfach sagen, wenn der Herr 60 Mal etwas sagt, dann meint er 60 Mal. Und wenn er es einmal sagt, meint er es einmal. Und genauso sollte die Gewichtung bei uns sein. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht aus einer Nebensache eine Hauptsache machen. Ich greife mal was vor, da kommen wir nachher auch noch drauf. Guckt ganz, ganz nüchtern sachlich die Frage, wer ist die Braut? Ich komme in eine große russlanddeutsche Gemeinde und werde dann gebeten, für die Mitarbeiter und die Ältesten zur Verfügung zu stehen, für Fragen. Und dann haben sie mich ausgefragt. Und da kam natürlich August, wer dahinter steckt. Ich kenne diese graue Eminenz, die das verbreitet in Deutschland. Da hat man mich gefragt, wer ist die Braut? Ja, jetzt kannst du viele Fragen antworten. Du kannst jetzt sagen, ich glaube, dass die Braut die Gemeinde ist. Ich habe gewusst, dass diese Leute, die das lehren, glauben, dass Israel die Gemeinde ist. Ich habe aber was anderes gefragt. Ich habe gefragt, was sagt denn das Neue Testament zu der Frage? Und dann haben wir festgestellt, das Neue Testament sagt gar nichts zu der Frage. Wenn du eine Konkordanz nimmst und das Wort Braut und suchst im Neuen Testament, und zwar in den Lehrbriefen, Lehre der Apostel, nach der Frage, wer ist die Braut? Man höre und staune, die Apostel haben es vergessen. Oder haben sie die Apostel gar nicht vergessen? Spielt es vielleicht gar keine Rolle vor Gott? Und der Heilige Geist hat es zweimal nicht vergessen, aber er hat es nicht geschrieben, also spielt es keine Rolle. Die einzige Stelle, die es gibt, ist 2. Korinther 11, Vers 2, wo Paulus sagt, ich will die Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuführen. Ja, wer ist die keusche Jungfrau, die zugeführt wird? Früher hat man das sogar noch in der Kirche gemacht, da der Vater, ich finde das gar nicht schlecht, da hat der Vater die Braut an der Hand genommen und hat sie dem Bräutigam zugeführt. Das war eine formelle Übergabe. Ich war mal bei einer Hochzeit, wo man das auch gemacht hat. Also ich sage es ganz ehrlich, das hat mich dann doch schon ein bisschen befremdet, weil ich war das alles gar nicht mehr gewöhnt. Dann habe ich gesagt, aber es war irgendwo biblisch. Das heißt, da sagt die Bibel ganz klar, die keusche Jungfrau ist die Braut und das ist die Gemeinde. Jetzt streite ich doch über so eine Frage nicht und streite und sich mit dem beschäftige, sind nochmal zwei Paar Stiefel. Sobald es zu einer fremdartigen Lehre wird, die mich umtreibt, passiert Folgendes, werde ich mich dauernd stoßen an dieser Frage. Ich habe jetzt einen Bruder, der mir dauernd Material schickt, der meint es sicher gut, der ist zum Schluss gekommen, dass das Kreuz ein Götzesymbol sei. Das mag in manchen Punkten stimmen. Wenn man zum Beispiel sieht, wie das benutzt wird im Katholizismus oder wie es benutzt wird als Feldkreuz mit dem Kruzifix. Aber jetzt kann ich doch nicht hingehen und zu jeder Gemeinde, die ihr Kreuz an der Wand hat, sagen, tu es runter. Bei dem Bruder ist es so, das ist ein lieber Bruder, der dem Herrn Jesus dienen möchte, aber er ist jetzt von der fremden Lehre gefangen, er kann ja nichts anderes mehr denken, das merkst du. Wisst ihr, und das meine ich, dass man einfach normal bleibt. Und der alte Bruder sagte mal zu mir, der Heilige Geist macht normal und für den Satz bin ich ihm heute noch dankbar. Und wenn man jetzt das sagt, was sagt denn der Hebräerbrief? Er sagt, diese Lehren sind vielfältig, es ist nicht eine, sondern es gibt viele, viele, viele solcher Lehren.
Und diese Lehre beginnt uns zu ergreifen, sie beginnt uns umzutreiben, sie beginnt uns zu vereinnahmen, sie macht, dass wir uns um das dauernd dreht. Und wenn ihr seelsorgerliche Erfahrungen habt mit Gläubigen, die jetzt nicht gerade frisch bekehrt sind, dann wisst ihr, dass das der Normalzustand ist, dass das vielleicht 50% der Seelsorge, wenn es nicht um seelische Zerrüttung geht, das mag noch höher bewertet werden, aber das ist der Hauptpunkt, wo in der Seelsorge vorkommt. Ja, von daher denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe es jetzt hier mal aufgelistet. Ich möchte jetzt nicht alles hier vorlesen, aber ich möchte doch zeigen, was die Bibel schon prophezeit hat. Sie sagt in 1. Mose 3, Vers 15, der Same des Weibes, also ein Mensch, wird der Schlange am Teufel der Kopf zertreten. Also dass der Herr Jesus Mensch wird, dass hier eine besondere Person in Menschengestalt oder ein Mensch, jetzt sage ich mal bloß ein Mensch, damals wusste man nur ein Mensch, man hat noch nicht gewusst, dass der Mensch gleichzeitig Gott ist, dass hier ein Mensch auftritt, der am Teufel der Kopf zertritt, also Menschwerdung Jesu und Sieg über die Finsternismächte, ist prophezeit. Das ist keine Nebenlehre, das ist eine ganz zentrale Lehre der Bibel. Er hat die Finsternismächte entmachtet, Kolosser 1, 13 folgende und Kolosser 2, 13 folgende. Einmal zeigt er, wie man ins Reich Gottes hineingesetzt wurde und das zweite Mal zeigt er, wie er die Finsternismächte entmachtet hat. In 1. Mose 12, 3 sagt er Abraham ist der Vater der Gläubigen, er wird durch Abraham die ganze Welt segnen. Jeder Segen Gottes kommt durch die Linie Abrahams und das ist die Linie, die letztendlich direkt zum Herr Jesus führt. Das heißt, es gibt nur eine Quelle, wo Segen geschehen kann, das ist der Herr Jesus. Wisst ihr, und da müssen wir dann ganz vorsichtig werden, wenn Leute herkommen, auch indem sie die Apostelgeschichte wieder nehmen, mir versuchen, Hände aufzulegen und zu sagen, ich segne dich und dann hast du einen Segen. Und ich sage, Vorsicht, der Segen kommt, so ist prophezeit, über diese Person, über den Herrn Jesus. Er gibt Segen. Dann muss ich in der Schrift gucken, ob der das so gibt. Und dann eben Psalm 22, und ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist, Psalm 22 ist nicht nur der geistliche Kampf Jesu am Kreuz, das ist gewaltig, sondern für mich mit einer der größten Prophetien, die es überhaupt gibt, ist der Schluss, Vers 31 und 32, wo die Bibel sagt, ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Und jetzt erklärt die Bibel hier ganz einfach, es wird ein Same entstehen, ein zukünftiges Geschlecht und dieses Geschlecht wird geboren werden, nämlich Wiedergeburt, die Gemeinde. Und die werden nicht irgend den Sabbat predigen, die werden nicht das tausendjährige Reich predigen, die werden nicht die Aljahr Israels predigen, die werden nicht Sonderlehren der Gemeinde predigen, die werden nicht die Bedeckung mit dem Blut predigen, die werden nicht Geistestaufe predigen, sondern die werden predigen, dass er es vollbracht hat. Die predigen das vollkommene Opfer Jesu. Da siehst du schon, wie die ganze Prophetie das atmet. Und in Sprüche 8, 22, das ist die große Darstellung der Präexistenz Jesu beim Vater, wie er Werkmeister beziehungsweise Lieblingskind hier beim Vater war. Und da sagt der Vers 35, denn wer mich findet, der findet das Leben. Merkt ihr, da kommt eine totale Verdichtung und die zeigt immer eines auf. Nur Rettung, nur Leben, nur Sieg, alles durch eine Person, alles durch sein Opfer. Das heißt, die Bibel ist hier sehr einseitig. Und ich denke, die normale Lehre, die prophezeit ist, das sagt ja 2. Petrus 3, er sagt ja, einmal hast du den Aspekt des Prophezeiten und zum Zweiten hast du das, was der Herr Jesus den Aposteln in die Lehrbriefe aufgeschrieben hat. Und aus diesen zwei Komponenten kannst du alles ersehen und da kannst du dann die Evangelien in der richtigen Art und Weise auswerten und lesen und genauso die Offenbarung. Auch die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, die Offenbarung ist kein Lehrbuch. Da kann man dann alles ihre feine Art und Weise prüfen. Jesaja 12 zum Beispiel sagt, siehe, Gott ist mein Heiler. Da steht im Hebräischen Jeshua. Als ich das entdeckt habe, ich habe ja oben lange Zeit das Manuskript ausliegen gehabt, wo der Name Jesus im Alten Testament verwendet wird, da war ich dann doch geschockt, wie deutlich das ist. Er sagt hier, siehe, Gott ist mein Heil. Da steht, Gott ist mein Jeshua. Also die Offenbarung Gottes nur über den Herr Jesus.
Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Da steht wieder Jeshua. Das Wort Jeshua bedeutet Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Da steht wieder Jeshua. Schaut dreimal hintereinander der Name Jesu und sagt ganz klar, er ist unsere Rettung. Alles kommt von ihm. Ich erwarte alles von dieser Person. Und damit fängt eine ganz klare, deutliche Lehre an. Und damit grenzen wir uns bereits von diesen fremden Lehren ab. Alles von ihm, nichts von Menschen. Ich hänge mich nicht an Menschen. Ich hänge mich nicht an Gurus, ich hänge mich nicht an Lehren, sondern ich hänge mich an der Herr Jesus. Ich hänge mich an sein Wort, ich hänge mich an die Apostellehre. Wisst ihr, und das ist so wichtig, dass man sich das einhämmert. Und gut, ich will jetzt nicht alles lesen, Jesaja 9, das ist ja das große, ein Sohn ist uns geboren. Da siehst du, dass Friede und Gerechtigkeit durch ihn kommen. Und dann Jesaja 53, stellvertretendes Opfer am Kreuz. Er wird für mich bestraft. Wisst ihr, jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn mein Gewissen rebelliert, nachdem das Blut Jesu mich wegen der Sünde gereinigt hat, dann ist was ganz Einfaches. Dann ist bezahlt. Dann darf mich der Teufel nicht mehr verklagen. Und wie viele Leute in der Psychiatrie sitzen heute, nicht weil sie krank sind, weil sie eine Stoffwechselkrankheit haben, sondern weil sie geistlich zerrüttet wurden, weil sie mit der Schuld nicht fertig wurden, weil sie nie gelernt haben, dass sie durch Jesu Blut völlig rein werden, das will ich lieber gar nicht wissen. Was ich in der Seelsorge gesehen habe, das hat mir gereicht. Und es ist eine große Gnade, wenn ein Mensch fassen kann, dass er durch Jesu Blut, durch dieses stellvertretende Opfer, völlig gereinigt wird. Und Jesaja 55, 1 sagt, kostenlos. Ich habe so eine Regel. Wenn mir jemand eine Einladung schickt, das sind liebe Brüder, mit denen ich oft schon Jahre zusammengearbeitet habe, schickt mir eine Einladung, komm, wir machen eine Zusammenkunft von Gläubigen, wir halten ein Seminar über irgendetwas und das Seminar hat einen Selbstkostenbeitrag von, fliegt es in den Papierkorb. Das Reich Gottes ist umsonst. Die Bibel sagt ganz klar, kostenlos, nehmt es umsonst, Jesaja 55. Man darf da kein Geld verlangen, darf kein letztendlich, wie soll ich sagen, Geschäfte mitmachen. Das ist das Gleiche wie im Tempel, wo sie ihre Opfer verkauft haben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe mir einfach etwas gemerkt, da kann man natürlich jetzt sagen, das ist eine extreme Einstellung, die mag extrem sein, aber ich glaube, dass sie der gesunden Lehre entspricht. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Wenn ich die Leute praktisch auffordern muss, gib mir Geld, dass wir überhaupt die Veranstaltung durchführen können, glaube ich nicht, dass sie von Gott ist. Egal wie die heißt. Wenn sie wirklich von Gott ist, ist das Geld da. Wenn sie nicht von Gott ist, dann ist auch kein Geld da. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für diese Lehre. Darum bin ich gegen das Geld einsammeln. Darum bin ich dafür, dass das alles auf freiwilliger Basis geht und alles organisch und ohne jede, ich sag's einmal, ohne den Klingelbeutel. Jesaja 56, 1, so spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, da steht wieder Jeshua, steht wieder Jesus, um herbeizukommen, um meine Gerechtigkeit umgeoffenbart zu werden. Er ist nahe, sagt er mal, als er hier ist. Warum sagt er denn nicht, das Reich Gottes ist schon da, als sie ihn sehen? Das ist eine einfache Sache, weil er hat damit gemeint, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn es vollbracht ist, dass das Reich Gottes inwendig in sie hineinkommt, in die Gläubigen. Und das war, als er hier auf der Erde war, nahe. Also man sieht hier, und dann hatte ich Jesaja 61, wo er ganz klar sagt, und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, wo er sagt, dass er als Gesalbter den Armen frohe Botschaft verkündigt oder verkündigen lässt. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden. Das heißt, ich muss die Leute so weit bringen, das ist gesunde Lehre, dass sie alles von meinem Jesus erwartet, alles von seinem vollkommenen Opfer, alles von seiner hohen Priestertätigkeit, dass sie sich an ihn wendet, dass sie den Saum seines Kleides ergreifet und nicht mehr zu den Menschen geht. Wisst ihr, ich habe erst in den letzten Jahren eigentlich erkannt, am eigenen Leib, was für eine Macht die Tradition ist. Wisst ihr, und ich verstehe die Leute teilweise, Tradition ist ein gewisser Schutz. Wenn du zum Beispiel vom Staat her akzeptiert wirst und du hast einen gewissen Schutz von der Seite und du kannst deine Tradition treiben, das ist eine gewisse Macht. Das siehst du in Russland bei der Orthodoxie. Putin stellt sich heute voll zu der orthodoxen Kirche, die Gläubigen verfolgt.
Nicht überall, aber das ist eine gefährliche Schiene. Und genau das Gleiche ist, sobald du Tradition hast, eingefahrene Strukturen, ist das ein gewisser Schutz. Aber sobald es bewirkt, dass du nicht mehr beim Herr Jesus alles erwartest, sondern bei dieser Tradition oder bei dieser Institution, also bei der Organisation, da bist du verkauft. Dann kommt irgendwann die Pleite und die Pleite ist oft bitter. Und Joel 3, 1 bis 5, wo er einfach nur mal ganz klar sagt, jeder kann gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Einfach, dass ich am elendsten Sünder, wisst ihr, das ist ja wichtig. Da kommt ein elender Sünder zu mir, ein richtig zerrütteter Mensch. Und ich kann ihm sagen, das ist das Herrlichste, Jesus kann dich retten. Jesus will dich retten. Wenn du bereit bist, ihm dein Herz zu geben, dann dreht er dich um. Ich habe das oft genug erlebt. Und ich denke, wir haben da in unserer Reihe Beispiele, wo du gesehen hast, wie der Herr Jesus Menschen umdreht, wie er sie völlig verwandelt. Das ist herrlich. Und Micha 7, 18, das ist auch eine wichtige Stelle. Ich denke, dass hier ein ganz wichtiger Punkt ist. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Das steht im hebräischen Wort, das könnte man auch so übersetzen. Das ist das Gleiche, was jemand macht, wenn wir ein Lagerfeuer draußen machen und man will den Funkenflug, wenn man das Feuer gelöscht hat, unterbinden. Das heißt, die Glut mit dem Fuß vollends austreten. Das ist hier gemeint. Wie wenn man Glut austritt. Er wird unsere Missetaten vollständig austreten, dass sie nicht einmal mehr glüht. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Da gab es einmal eine schöne Postkarte für die Gläubigen. Da hast du gesehen, Tiefe des Meeres, da kam ein Schild. Und da hast du gesehen, dass da die Sünde versenkt werden. Und da stand daneben das Schild auf einer Boje, Fischen verboten. Wenn eine Sünde vergeben ist, wenn ich sie dem Herrn Jesus bekannt habe, wenn das Blut Jesu darüber gegangen ist, dann darf man sie nicht mehr raufholen. Merkt ihr jetzt bloß von den Kleinigkeiten, wie die Bibel hier konzentriert, wenn es um Erlösung geht, aber wenn der Name Jesus fällt im Alten Testament, wie sie Zentrallehre beleuchtet. Nicht Nebendinge, sondern zentrale Lehre, die Prophezeiung. Und Daniel 9, 24, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, wo die Danielsche Jahrwoche dann erklärt wird. Und dann passt es ja genau zum Leiden Jesu. Und dann heißt es hier, der Übertretung wird ein Ende gemacht, die Sünde werden abgetan, die Missetat wird gesühnt und der ewige Gerechtigkeit wird herbeigeführt. Nämlich um das Gesicht und die Weissagung zu versiegeln und der Allerheiligstes zu salben, nämlich der Leib des Christus. Und dann sagt es, wird der Gesalbte kommen, da steht im Hebräischen der Messias, der Maschiach. Und im Sacharja hast du auch nochmal zentrale Aussagen, wo die Bibel prophezeit und einfach zeigt, dass es hier geistlich um einfache Dinge geht. Sie zeigt nochmals, was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Das heißt, ich werde entlassen aus meiner Bindung, entlassen aus meinem Elend, entlassen aus meinem Lebensdurst, aus dem ganzen Elend, das mich quält, durch das Blut des Bundes. Und das Blut des Bundes ist nach Matthäus 26, 26 bis 28 das Blut Jesu Christi. Wissen wir, wenn man das sieht, dann sieht man, die Apostel haben zentral geweissagt. Sie haben zentral geweissagt. Sie haben natürlich auch Hesekiel 37 geweissagt, Gog und Magog. Sie haben Israel und das geweissagt. Aber hier geht es ja um diese zentrale Lehre, und die sind sowas von klar geweissagt, genauso wie in Sacharja 9,9, wo er sagt, der Retter, er kommt, er ist demütig, redet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen eines Jungen. Und dann heißt sofort im Vers 10, er wird den Völkern Frieden gebieten. Das ist eine Doppelprophetie. Einmal bringt ihnen der Friede durch Jesu Blut, und dann wird der Friede gebieten im tausendjährigen Reich. Das ist so eine Doppelprophetie. Da siehst du, wie herrlich Gott es gemacht hat, dass er einfach alles prophezeit hat. Und jetzt verstehst du wieder 2. Petrus 3. Und jetzt verstehst du unseren Hebräer 13, Vers 9. Diese falsche Lehre, die kannst du aushebeln, wenn du einfach im Zentrum nachsiehst. Das ist eine gewisse Fleißarbeit. Was ist denn zentral prophezeit über Erlösung?
Wisst ihr, da ist zum Beispiel nirgends prophezeit, dass man bei Gläubigen Dämonen austreibt. Da ist nirgends prophezeit, dass Gläubige okkulte Belastungen haben können. Solche Sachen. Das ist alles nicht prophezeit. Und komischerweise hat das die Apostel auch vergessen im Neuen Testament. Also meine Erfahrung ist mit solchen Dingen, wenn jemand mit Okkultismus zu tun hat und der tut tiefgreifend Buße und nimmt das Blut in Anspruch und wendet sich vom Teufel weg, wie es in Apostelgeschichte 26 steht, dann wird er frei bei der Wiedergeburt. Ich habe auch festgestellt, wenn jemand das nicht tut, kommt er nicht zur Wiedergeburt. Er bricht nicht durch. Wir hatten einmal zwei Fälle nebeneinander. Der eine hat wirklich Buße getan, brach durch, der andere nicht Buße getan, ist beim Zeuge Jehovas gelandet. Du kommst nicht raus. Und dieser Mensch, der Buße getan hat, der hat natürlich ein Problem gehabt. Wenn jemand aus dem Okkultismus kommt, hat er oft hinterher noch Anfechtungen. Das heißt, der Teufel macht ihn noch verrückt, der Teufel schreckt ihn noch, aber er kommt raus, aber er ist frei. Er hat auch keine Bindungen der Vorväter mehr, die sind gebrochen, laut Epheser 1, 13. Die sind weg. Gell, aber da muss man einfach sehen, die Bibel sagt hier ganz klar, durch Jesu Blut kommst du raus, du wirst rausgelassen aus deinem Gefängnis. Und nicht durch Tricks und nicht durch Sonderlehren. Sacharja 13, 1. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Dieses Born gegen Sünde und Unreinheit, wer wüsste es nicht? Das Blut Jesu und dann die Wiederkunft Jesu, Sacharja 14. Sowas von klar prophezeit, dass er auf dem Ölberg wiederkommt. Steht schon in Apostelgeschichte 1, 11. Dort wird er wiederkommen. Dann bricht der Ölberg auseinander und dann beginnt das tausendjährige Reich. Das wird bei Nacht sein oder am Abend, wenn es dunkel ist. Und der Herr wird kommen und alle Heiligen mit dir. Und dann wird das Licht werden. Dann ist das Licht dieser Welt auf dieser Erde, dann bricht das tausendjährige Reich an. Das sind so Eckpfeiler, die können wir, da können wir Haus drauf bauen. Die sind sicher prophezeit und die werden geschehen. Wo wir kein Haus drauf bauen können, sind alle die Lehrer, die nicht so einen Hintergrund haben, die nicht fest sind. Und 1. Korinther 4, 6, nochmal ganz wichtig, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und wisst ihr, fremdartige Lehrer, die kommen immer in der Regel, wenn man über das Geschriebene hinausgeht. Wenn man nicht beachtet, was haben die Apostel denn für eine Prophetie als Grundlage gehabt, was haben die Propheten prophezeit, was haben die Apostel gelehrt, wie muss ich dann da die Evangelien lesen? Und dann letztendlich, wenn ich das alles klar vor mir sehe, darf ich nicht über das Geschriebene hinausgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, wenn ich mit Leuten rede und ihr wisst nicht, wie oft das vorkommt, dass Leute mir vorschwärmen über bestimmte Lehre, über bestimmte Missionswerke, über bestimmte Dinge, die man tun sollte. Und wenn ich sie eiskalt frage, das mache ich meistens, wo steht es, kommt nichts. Wisst ihr, wenn Paulus sagt, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, dann haben wir mit dem nichts zu tun. Das heißt, wenn ich etwas bringe, das nicht geschrieben steht, muss ich ganz vorsichtig sein. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ein bisschen provozierend. Es steht auch nicht in der Bibel, dass man Jungschar machen soll. Gell? Also man muss hier natürlich vernünftig bleiben. Das gehört zu der normalen evangelistischen Jugendarbeit. Aber wenn dann Lehre kommt, die wirklich in der Bibel gar nicht steht, und ich soll die plötzlich annehmen als zentrale Lehre für eine Gemeinde, dann kriege ich ein Problem. Und wir müssen schön gucken, was geschrieben steht, was nicht geschrieben steht, Finger weg. Ich habe jetzt gerade Streit mit, oder was Streit, das geht schon ein paar Jahre, mit Leuten, wo ich was nicht geschrieben steht, abgelehnt habe und jetzt unterstelle sie mir, dass ich ein Irrlehrer sei. Ich muss halt sagen, ja, Entschuldigung. Na, bringt doch, wo ist denn die Bibelstelle? Haben sie nicht. Das ist ein zentraler Punkt. Wenn jetzt jemand kommt, was will, was nicht geschrieben steht, Finger weg. Das müsst ihr mal sehen. Die Jessie Penn-Lewis, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, zur Zeit der Erweckung in Wales, als der Evan Roberts 1904 diese Erweckung ausgelöst hat, ein einfacher Bergmann, war er unter dem Einfluss von einer sehr dominanten Frau. Du brauchst über die Frau überhaupt nichts wissen, wie du musst nur ein Bild von ihr sehen, dann weißt du alles. Diese Frau sitzt da wie eine Königin, die Bibel auf dem Schoß, und die hat den im Griff gehabt, da war alles zu spät. Und diese Frau hat unter anderem ein Buch geschrieben, ich besitze das auf Deutsch, das heißt im Englischen War Against the Saints, das heißt Krieg gegen die Heiligen. Und das Buch, das hört sich fantastisch an, wenn du das liest.
Genauso gleich mit Emil Krämer, seine geöffneten Augen. Überall greifen dich die Dämonen, die Finsternis mit dir. Hört sich fantastisch an. Hab bloß ein Problem. Die Bibel lehrt es in der Weise nicht. Wisst ihr, das sind so Lehrer, wenn ich mich jetzt mit dem beschäftige, und ich hatte Leute, die mussten ihren Beruf aufgeben, weil sie nur noch Dämonen geboten haben. Mir hat heute jemand angerufen, oder gestern, ich weiß nicht, hat auch gesagt, gebiete. Und er hat gesagt, lass die Finger davon. Finsternis möchte anzureden, ihnen zu gebieten, hat der Herr Jesus getan. Es hat einmal der Paulus in Apostelgeschichte 16 getan. Es steht in den Briefen nicht mehr, es ist keine Lehre der Apostel, lass die Finger weg. Ich denke, dasjenige hat dann sofort den Rückzieher gemacht, hat gesagt, ich tue das nicht. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo man sagt, du musst einfach dich unter das Blut stellen, du musst gebieten. Das sind diese fremden Lehren. Wisst ihr, was da passiert? Da verlässt du dich auf etwas, was nicht biblisch ist und den biblischen Schutz, den Gott gegeben hat, die Waffenrüstung und es in Christus sei und es Widerstand leistet und es unten bleibe, das wird vernachlässigt und dann wirst du zum Opfer des Teufels. Das heißt, er bringt dich zu Fall. Und dann wunderst du dich, dass genau in den Kreisen, die ganz streng oft sind, dass dann zum Beispiel sehr gern öffentliche Sünde geschehen. Mich wundert es nicht. Wir hatten ja hier in Taifing auch so einen Fall. Strenger als streng, genau nach der Art und Weise, hinter der Kulisse Ehebruch. Da muss auch der Pfeife auf das Fromme vorher, auf das Strenge. Aber das war logisch, weil es war genau nach diesem Muster gestrickt. Und sobald man über das Geschriebene hinausgeht, wird man gefährdet. Jetzt ist das natürlich so, wenn du jetzt etwas Schönes hast, eine Missionsarbeit, die wunderbar läuft, wo alles toll ist und das bringt dir jemand und du kommst dann und schüttest einen Kübel Wasser über den Kopf und sagst, nö, es steht nicht geschrieben, da machst du auch keine Freunde. Aber das müssen wir tun. Wir müssen das tun. Wir müssen in den Grenzen der Schrift bleiben, sonst sind wir verkauft. Paulus sagt ganz klar, nicht übers Geschriebene hinausgehen. Psalm sagt 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und in Johannes 16, 7 hat der Herr Jesus das nochmal ganz klar aufgegriffen. Und das ist auch das, wo er erklärt, was der Heilige Geist tut. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Habt ihr schon mal die Diskussion gehabt, ob die Gläubigen der Heilige Geist am Ende der Apostelgeschichte bekommen haben, als der Herr Jesus die Gläubigen angehaucht hat? Ich weiß nicht, wie oft ich die Diskussion hatte. Das ist so einfach. Er sagt, der Geist als Geist der Sohnschaft, dieser Beistand, dieser Paraklet, der Tröster, der kann erst kommen, wenn er weggegangen ist. Also als er hier war und die Jünger angehaucht hat, war es nicht der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft. Die sind doch nicht wiedergeboren worden, das ist Fakt. Wisst ihr, das sind so einfache Dinge. Ich weiß, dass Lehre manchmal unangenehm ist, auch manchmal trocken ist und manchmal die Leute nervt. Aber es ist wichtig zum Eigenschutz. Man geht sonst kaputt, sondern der Heilige Geist kam erst am Pfingsten. Eindeutig. Er hat die erkauft, dass sie eine gewisse Ratio hatte, dass sie überlebt haben. Es war wunderbar, sagt, empfange den Heiligen Geist. Aber er hat nicht gesagt, empfange den Tröster, empfange den Beistand, empfange den, der dich in einem Geist zu einem Leib tauft. Das kam erst am Schluss. Jetzt sagt er ganz einfach, wenn jener kommt, wird er der Sünde überführen von Gerechtigkeit und Gericht. Wenn ich wissen will, ob es der Heilige Geist ist, dann setze ich mich in eine Versammlung rein und höre mir das an. Und wenn dann Sünde, Gerechtigkeit und Gericht gepredigt wird, dann muss ich sagen, ja, Programm stimmt. Und dann heißt es in Vers 13, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 17, 17 sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist leitet ins Wort hinein. Es steht geschrieben, wenn das, was da gepredigt wird, nicht im Wort geschrieben steht, auch in der Apostellehre, dann bin ich über die Schrift hinausgegangen, dann ist nicht der Heilige Geist. Und natürlich ganz zentral, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Ist der Herr Jesus im Zentrum oder sind Menschen im Zentrum, sind Lehren im Zentrum, sind Techniken im Zentrum oder ist der Herr Jesus als der Erlöser, als der, der alles tut, der handelt mit seinem vollkommenen Opfer, ist der im Mittelpunkt. Wenn die Bibel sagt, 2. Timotheus 3, 16 ist inspiriertes Wort. Und dann sagt sie auch nochmal ganz klar, du sollst das Wort der Wahrheit recht teilen, im 2. Timotheus 2, 15. Also, Geist, tut mir leid, ich muss heute von diesem Hebräertext weg, um zu zeigen, wie wehre ich mich gegen die Lehren. Wenn der, was geschrieben hat, sagt, lass dich nicht umtreiben von den Lehren, ja, wie wehre ich mich denn gegen die? Das ist das Problem, wie erkenne ich die? Und 2. Timotheus 2, 15 heißt, teile das Wort der Wahrheit recht, da steht im Griechischen Otto-Tomeo. Das ist ein Wort, das nur einmal in der Bibel vorkommt, das heißt, schneid es in gerader Richtung.
Und genau so ist es gemeint. Du sollst es schneiden, du sollst abteilen in gerader Richtung, so wie es biblisch geschrieben steht. Und da gehört was ganz Einfaches dazu. Wie kannst du vor fremden Lehren bewahrt werden? Auf einem ganz einfachen Grund. Du musst einfach sachlich und nüchtern unterscheiden, was ist Israel und was ist die Gemeinde. Das ist eine ganz einfache Sache. Wisst ihr, die haben wir das so einfach gemerkt. Wenn Gott schreibt Israel, dann meint er Israel. Wenn Gott schreibt Gemeinde, dann meint er Gemeinde. Darf ich mal weitergehen? Wenn Gott schreibt Brüder, dann meint er Brüder. Wenn Gott meint Schwestern, dann meint er Schwestern. Und wenn Gott schreibt ihr, dann meint er alle. Was geht immer wieder passiert. Und dann sagt man, oh, die Schwestern sind auch gemeint. Dann denke ich immer innerlich, vielleicht. Ich sage nicht, dass sie manchmal nicht gemeint sind. Gell? Und man müsste, alles darf man natürlich nicht missachten, wenn man die Bibel ein bisschen kennt, dass die Sohnschaft männlich ist. Es gibt auch Dinge, die männlich genannt werden, die Schwester betreffen, weil die Sohnschaft männlich ist. Das ist, weil sie vom Sohn kommt. Das sind auch so Dinge. Aber eins ist schon mal wichtig, wenn dort Israel steht, ist Israel gemeint. Wenn die Gemeinde gemeint ist, dann ist die Gemeinde gemeint. Nur ein Beispiel, Hesekiel 20, 12. Ihr habt sicher auch schon mit dem Problem zu tun gehabt, dass ihr aufgefordert wurde, dass ihr den Sabbat haltet. Also wenn man sich immer in umrissener Kreise bewegt, dann passiert es vielleicht nicht, dass man mit so einer Sache in Berührung kommt. Aber wenn man ein bisschen rumkommt, dann kriegst du hier schon deine Berührungspunkte. Und er sagt hier, ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollen, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Wer soll es erkennen? Ich muss nur den Kontext lesen. Israel. Das heißt, der Sabbat ist ein Zeichen für die Juden. Ich habe immer wieder führende Brüder im Reich Gottes gehört, wenn sie ihre Anfechtungen beschreiben. Und ich denke, einen Mann, der hat einmal öffentlich gesagt, Brüder, ich war kurz davor, das Sabbat zu halten. Verstehe ich. Ich habe Verständnis, wenn man die Kämpfe kämpft. Bloß, wenn du jetzt hier Israel, Israel sein lässt, du nimmst jetzt eine Konkordanz und nimmst das Wort Sabbat, dann kommst du spätestens im Hesekiel 20, kommst du auf die Tatsache, dass der Sabbat ein Zeichen für Israel ist und dann willst du nicht mehr den Sabbat halten. Und dann kommst du irgendwann einmal mit deinem Bibelstudium, wenn du, also ihr seht, der Konkordanz ist keine falsche Erschaffung, egal mit welcher Übersetzung, wenn du Kolosser 2, Vers 16 liest, heißt es, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollten, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und da steht im Griechischen Soma, Somatik, also Soma ist der Körper. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Diese ganze Lehre, die alttestamentlich gegeben sind, auch der Sabbat, ist nur ein Schatten, den Christus wirft. Wenn ich aber das Wesen will, was ist hier gemeint? Da muss ich den Körper, da muss ich Christus angucken. Und dann lande ich bei Hebräer 4, 1 bei der Ruhe in Christus, dass er mich völlig zur Ruhe bringt. Dann feiere ich nicht am Samstag den Sabbat, eigentlich geht er ja am Freitag Arbeit, sowieso für uns fast nicht denkbar. Am Freitagabend um 18 Uhr fängt dran und am Samstag um 18 Uhr schon aus. Also am Samstagabend ist schon Sonntag. Wenn die Gemeinde sich zum Beispiel um 18.01 Uhr versammelt, hat sie sich am Sonntag versammelt. Also möchte ich nur betonen, weil sie sagen, wir versammeln uns am Sabbat. Sei ja, wie viel Uhr denn? 19 Uhr, wunderbar, bis am Sonntag. Also, dass man uns richtig versteht. Hier sagt er, es soll euch niemand richten. Und im gleichen Zuge sagt der Paulus dann in Römer 14, Vers 5, manche halten jeden Tag gleich. Wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr, was der Schlachter für einen Feiertag gehalten hat? Ist euch das klar? Der Schlachter. Der Schlachter war kein Sabbatist, er hat aber auch keinen Sonntag gehalten. Das konnten ihm die Sabbatisten auch nicht vorwerfen, dass er Sonntag hält. Der Sabbat war für den Schlachter kein Thema. Er hat nämlich Samstag viel gearbeitet und hat vor allem am Sonntag fünfmal gepredigt. Also hat er einen neuen Feiertag geschaffen für sich, gemäß Römer 14, 5. Nämlich da, wo er Zeit hatte, am Montag. Sei Sabbat war der Montag. Er ist dann am Montag losgegangen und hat... Wenn ich das wirklich glaube, dass ich jeden Tag gleich halten kann und das für mich keine Rolle spielt, und es kommt jemand und klagt mich an. Ich habe mal ein Gespräch gehabt, Renate weiß das noch, da war ein Mann da, der war kurios. Ich habe mit dem gehandelt wie auf dem türkischen Basar. Der hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich muss Sabbat halten und Gebote und so. Da habe ich gesagt, ja, lieber Mann, was ist denn, wenn ich jetzt 9 von den 10 Gebote halte?
Also ich halte Sabbat, 9 Gebote halte ich. Und ein Gebot halte ich nicht, komme ich dann in den Himmel? Hat er gesagt, ja. Habe ich gesagt, wunderbar. Dann habe ich gesagt, was ist aber, wenn ich bloß 4 halte? Und bei 6 schieße ich den Himmel. Hat er gesagt, dann kommst du nicht in den Himmel. Und ich sage es mal vorsichtig, dann können wir katholisch bleiben, oder? Die haben es sogar noch besser, die hat Sakramente. Da machst du Priester für mich, da brauche ich es nicht mal selber tun. Aber das meine ich, wisst ihr, wenn da steht, der Sabbat ist für Israel, dann ist er halt für Israel. Und warum werden die 10 Gebote nicht wiederholt in der Apostellehre? Wisst ihr, bei jeder Beerdigung ist mir das klar. Man hat jetzt wieder Beerdigung gehabt im katholischen Raum. Mir ist bei jeder Beerdigung klar, die Leute warten am Grab aufs Vaterunser und es kommt nicht. Wisst ihr, da muss man einfach sehen, die Bibel meint, was sie sagt und sagt, was sie meint. Und wenn sie was in der Lehre der Apostel nicht aufgreift, dann ist rum. Wisst ihr, wenn man so radikal vorgeht, dann wirst du vielleicht sogar manchmal etwas versäumen. Das schließe ich nicht aus. Aber du wirst keiner fremden Lehre anheimfallen. Du kommst nicht auf eine fremde Lehrgefüge, du wirst von dem nicht ergriffen werden. Hebräer, das, was man gesagt hat, ist für dich ein Schutz. Zu den Speisen kommen wir gleich. Und dann muss ich unterscheiden Apostelzeit und Endzeit. Wenn nämlich die Bibel meint, die Zeit der Apostel, das nennt sie Augenzeugen, dann meint sie das. Wenn sie meint, die Zeit des Endes, wenn der Antichrist kommt, dann meint sie das auch. Wisst ihr, in Hebräer 2, Vers 3 und 4 steht ein ganz wichtiger Punkt. Man könnte ja unsicher werden, wenn du manchmal siehst, was passiert. Da steht, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wozu Gott sein Zeugnis gab, zudem mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Was sagt er da? Er sagt ganz klar, Gott gab zur Zeit der Augen- und Ohrenzeuge, der Apostel, gab er Zeichen, Wunder und Kräfte. Da steht im Griechischen, stehen drei Worte, Terra, Dynamis, Semaion. Die drei gleichen Worte stehen in 2. Thessalonicher 2. Und zwar, hier haben wir die Ankunft des Antichristen. Da erklärt er, wenn der Antichrist kommt, was passiert dann? Und dann sagt er in Vers 9, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung, das steht im Griechischen Energeien, also der Energie des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Terra dynamis semaion. Das heißt, in der Endzeit wirkt der Teufel durch seine Dämonen, durch seine Finsternismächte die gleiche Zeichen wie zur Zeit der Apostel. Wenn du das siehst, dann kannst du nie mehr lehren, es wird so sein wie zur Zeit der Apostel. Dann geht es nicht. Dann musst du das unterscheiden. Dann musst du auch hier besonders kritisch sein. Wenn man das alles tut, filtern wir diese Lehren heraus. Nun greift der Herr, unter dem kann man das wunderbar aufzeigen, greift der Herr Jesus ja diese Dinge massiv an und auch der Schreiber vom Hebräerbrief greift das auf, indem er zum Beispiel die Speisevorschriften anspricht und sagt, doch das ist noch nie jemand zur Ruhe gekommen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt mit den Speisevorschriften. Er sagt, Speise haben keinen Nutzen für die, die mit ihnen umgehen. Jakobus 3,1 sagt, Lehrer haben eine besonders schwere Verantwortung. Sie werden von Gott besonders gerichtet werden für das, was sie gelehrt haben. Also das möchte ich immer betonen. Wenn man jetzt sagt, heuer, das gilt nicht, jenes gilt nicht, das ist gültig, jenes ist nicht gültig. Der, wo das macht, hat eine ungeheure Verantwortung vor Gott. Das möchte ich betonen. Und Paulus geht sogar so weit, ich möchte es nämlich ausdrücklich betonen, bevor wir das ansehen. Paulus geht sogar so weit, dass er in Galater 1, Vers 8 etwas sagt. Er sagt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das muss ich mir mal vorstellen. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, du bist verflucht, wenn du was anderes lehrst, wie das, was er gelehrt hat. Und er bezieht hier ganz zentral aufs Evangelium. Jetzt möchte ich nochmal etwas betonen. Einfach, wisst ihr, ich bin mir doch völlig bewusst, ich bin auch mal eine Zeit lang auf der Schiene gewesen, aber ich bin von der Schiene weggegangen, bin aber trotzdem kein Millimeter weniger wachsam. Man kann nicht dauernd nur von Verführung reden. Das ist wichtig, die Leute zu impfen, dass sie wissen, wo sie aufpassen müssen.
aber das ist dran, wenn es im Text dran ist. Aber du brauchst die Leute nicht verrückt machen. Aber etwas möchte ich dann doch betonen. 2. Korinther 11, dort wo in Vers 2 die Sache mit der Braut steht, sagt der Paulus zu den Korinther: Ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, der Teufel wird listig versuchen, mich von dem einfältigen Gedankengut, das der Herr Jesus und sein Opfer betrifft, abzuhalten. Er wird versuchen, mich reinzulegen von der Einfalt. Jetzt erklärt er das und sagt in Vers 4, es kann passieren, dass einer einen anderen Jesus verkündigt. Dass er einen Jesus verkündigt, der anders ist. Und dann sagt er, dass ihr einen anderen Geist empfängt. Und dann sagt er, ein anderes Evangelium. Und ich möchte jetzt nur mal Beispiele zeigen. Es gab zu meiner Zeit, als ich in der konservativen Pfingstbewegung war, gab es aus der konservativen Pfingstbewegung ein Buch von einem Mann namens Merlin Carruthers, mein Ami. Es hieß Prison to Praise auf Englisch, auf Deutsch, ich suchte stets das Abenteuer. Und dort haben wir das Deutsche ein bisschen geglättet, weil man ja wusste, dass die Deutschen kritischer sind wie die Amis. Aber im englischen Original steht, suddenly I saw Jesus kneeling before me. Das heißt, das kann ein Kind in der ersten Klasse, wo es Englisch hat, übersetzen. Plötzlich sah ich Jesus vor mir knien. Und der Jesus, der da aufgetaucht ist, hat dem Mensch die Arme um die Unterschenkel gelegt, hat seinen Kopf auf seine Knie gelegt, hat gesagt, ich will dich nicht gebrauchen, gebrauche du mich. Also ich sage es mal so, da braucht man keine Gabe der Geisterunterscheidung, um zu erkennen, dass das nicht der Heilige Geist ist, sondern dass der Geist, der das will, dass Jesus vor ihm niedergeht, immer der gleiche ist, der das in Matthäus 4 und Lukas 4 zeigt, nämlich der Teufel. Also es gibt da einen falschen Jesus. Müsst da aufpassen. Wenn Leute sagen, der Herr Jesus hat mir gesagt, das kann sein, vielleicht der Falsche. Wisst ihr, ich habe Weissagungen gehört oder eine Weissagung, dass die hieß, ich sehe den Herrn Jesus mit ausgebreiteten Händen, die Donnerkrone vom Haupt, es tropft Blutstropfen von seiner Krone und von seinen Fingern ist dieses Blut. Und plötzlich fällt das Blut auf die Menschen in der Versammlung und ihre Herzen werden rein. Und alles schreit Amen. Man hat nie in der Bibel gelesen, dass in der Bibel steht, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Der Christus, der nach der Auferstehung erschienen ist, hat nie mehr geblutet. Konnte er gar nicht, weil er Auferstehungsleib dann hatte. Beziehungsweise schon Übergangsleib. Auf jeden Fall, sei dahingestellt. Auf jeden Fall, er blutet nicht. Wenn heute jeder Herr Jesus sich zeigen würde oder erscheinen würde, dann würde er nicht bluten. Sondern es wäre wie bei Jünger Johannes, der an der Brust Jesu lag und der ihn besonders lieb hatte, der so erschrocken war ob der Erscheinung Jesu, dass er zusammengebrochen ist. Wenn heute jemand sagt, ich habe Erscheinung von Jesus gehabt, dann ist die erste Frage, die du fragen musst, bist du zusammengebrochen? Und er sagt, nö, vergiss es, war nicht Jesus. Wisst ihr, das sind so Dinge, es sind einfache Dinge, aber wenn man die nicht beachtet, dann kann ein falscher Jesus sich äußern. Schlimm. Wir sind ja so weit, dass wir glauben, wenn schon jemand den Namen Jesus sagt, ist schon alles bestens von wegen. Und er sagt gleich ein anderer Geist. Zum Beispiel, wisst ihr, wir haben vorher gelesen, was tut der Heilige Geist? Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, er führt das Wort Gottes und verherrlicht Jesus. Also wenn die fünf Dinge massiv geschehen, kannst du davon ausgehen, dass es der Heilige Geist ist. Wenn es aber nicht passiert, wenn der Heilige Geist zum Beispiel die Leute rückwärts umwirft und die in Trance kommen, dann ist es nicht der Heilige Geist. Dazu die Bibel ganz klar sagt, wenn jemand rückwärts fällt, dann ist er Gericht. Das steht eindeutig in 1. Mose 49, das steht in 1. Samuel 4, das steht in Jesaja 11, das kannst du nachlesen in der ganzen Bibel. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann merkst du das kann nicht sein. Und vor allem steht es nicht in der Apostellehre. Wie schrecklich wäre das, wenn wir umfallen müssten, um die Fülle des Heiligen Geistes zu bekommen, und wenn wir umfallen müssten, dass wir innerlich geheilt werden müssten und die Apostel hätten es vergessen. Ganz einfache Frage, haben Sie es vergessen? Nein, das ist eine Irrlehre. Und sobald man hingeht und sich dessen bewusst ist, es gibt Fälschungen, es gibt aber falsches Evangelium. Man hat uns noch beigebracht, wenn du dich bekehrst,
dann letztendlich muss dir ein vollmächtiger Seelsorger die Hände auflegen und muss dich gleichzeitig von einem Okkulten lösen und muss gebieten. Das ist ein anderes Evangelium. Die Bibel sagt ganz klar, tut Buße und glaub. Wenn ich Buße tue und wirklich zerknirsche und der Herr Jesus im Glauben aufnehme, dann breche die Sünde meiner Vorväter, dann breche ich zur Evangelium durch. Wisst ihr, und dann kommt nämlich Folgendes, dann werde ich gebunden an den Mann oder die Frau, die mir die Hände aufgelegt hat. Und das ist dieses falsche, fremde Evangelium. Und das sind die fremden Lehren und von denen muss ich weg. Und da sagt die Bibel ganz, gleich, ganz einfach, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Das ist ein Geheimnis. Das kann ich auch nicht erklären, aber es passiert, weil es geschrieben steht. Und 1. Johannes 4,1 sagt ganz klar, prüfe die Geister. Prüfe die Geister. Ich muss die Geister prüfen. Ja, wie kann ich die Geister prüfen? Am Wort Gottes, ob es geschrieben steht. So einfach ist es. Und das Beispiel, was ich schon hatte vorher, das ist die Braut. Ich möchte jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Es ist einfach eindeutig. Wisst ihr, und jetzt muss man natürlich die Bibel verstehen. Ursprünglich, das möchte ich betonen. Und da gibt es auch Irrlehrer, die sagen, Israel hat keine Hoffnung mehr. Man nennt es Substitutionstheologie. Wo man sagt, Israel hat keine Hoffnung mehr. Das kommt aus der Ecke, ein Augustinus hat zum Beispiel gelehrt, dass das tausendjährige Reich ist, wenn alle katholisch sind. Ich hoffe nicht, dass dann das tausendjährige Reich so kommt, weil ich will ja nicht katholisch, obwohl katholisch bin ich ja, bloß nicht römisch. Also katholisch allgemein sind wir alle, nämlich gläubig, aber nicht römisch. Römisch-katholisch ist das Problem, das hat er nämlich gemeint. Und jetzt muss man einfach nüchtern sachlich sehen, von dort kommen diese ganzen Lehren. Und die muss man einfach ablehnen, da muss man gezielt sagen, will ich nicht. Ich will es nicht. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Sondern wir werden gerettet, wenn wir am Leib Christi zugefügt werden. Und das ist das Geheimnis, das auch geoffenbart wurde. Und was man auch ganz nüchtern sachlich feststellt, aber ich werde auch nicht gerettet, wenn mir jemand das Heil zuspricht. Ich werde nicht gerettet, wenn mir jemand die Hände auflegt. Ich werde nicht gerettet, weil ich in der Einzelseelsorge jede Sünde bekenne. War ich auch schon dabei. Sondern ich werde gerettet, weil ich im kindlichen Glauben der Herr Jesus aufnehme und Buße getan habe. Buße tun, dass meine Gesinnung geändert habe, der Jesus aufgenommen habe im Glaube, dann werde ich gerettet. Und so bildet sich der Leib des Christus. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich nicht verhehlen möchte, und das sind die Speisevorschriften. Wisst ihr, wie oft kriege ich einen Anruf, und das ist immer schön, die Gläubigen sind ja nett und freundlich am Telefon. Meine Frau sagt, du bist immer unfreundlich am Anfang, am Schluss bin ich meistens lieb, aber am Anfang bin ich meistens gereizt. Seien wir ganz ehrlich, wenn es mir nämlich auf den Nerv geht. Wenn ich dann die 50. Frage 93. Mal beantwortet habe. Ich habe inzwischen schon Dateien angelegt, wo ich per Mail Antworten gebe, wo ich schon gar nicht mehr schreibe, sondern ich kopiere es dann nur noch raus und rein, weil es mir einfach auf den Nerv geht. Aber ich möchte etwas sagen, für die Leute ist das wichtig. Und Speisevorschriften sind für die Leute wichtig. Und ich lese euch eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 15, 20. Sondern ihnen nur schreibe, nämlich den Heiden, sie sollen sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, von Erstickten und vom Blut enthalten. Da kommen die Gläubigen und sagen, da steht es geschrieben, eindeutig. Und dann komme ich und sage, es gilt nicht. Dann kriegst du einen schlechten Ruf. Aber wisst ihr, jetzt einfach an dem Beispiel möchte ich aufzeigen, wie wir vorgehen sollen, dass wir unter das Urteil von Hebräer nicht fallen, dass wir nicht fremde Lehre anheimfallen, dass wir nicht gepackt werden, dass der Teufel uns nicht ausschellt, dass wir statt dem Herr Jesus zu dienen unserem, ich möchte es fast sagen, Strohdrescher dreht und wichtige Dienste einfach zu Boden werfen, statt vorwärts zu gehen. Da steht, die Heide sollen sich durch Götze nicht verunreinigen, sie sollen keine Unzucht treiben, sollen von Erstickte und vom direkten Blut sich enthalten. Ist das falsch? Dann kommen die Gläubigen zu mir und sagen, es gibt Schokoladenmarke, über die ist gependelt. Es fällt hier drunter, die darfst du nicht essen. Was ist, wenn ich sie trotzdem esse? Ich erkläre es gleich. Wisst ihr, was eine Regel ist, wenn man in der Lehre der Apostel bleiben will? Das Erste, was ist, du musst stoppen. Du musst stillstehen und sagen, wo? Wo? Apostelgeschichte 15, 20. Ist das Lehre für die Gemeinde? Nein. Was ist das? Praxis der Apostel. Habe ich die gleiche Stelle in die Lehrbriefe? Lass ich nochmal offen.
Habe ich bis jetzt noch nicht. Das nächste, was ist? Wie? Also wo ist ganz wichtig? Wo steht es geschrieben? Und dann wie? Wie ist denn geschrieben? In dem zwei Verse zusammengefügt wurden. Das nennt man Kontext. Nämlich der nächste Vers. Du sollst denen sagen, sie sollen sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, von Ersticken und vom Blut enthalten, denn, und das ist im Deutschen eindeutig, das Wort denn bedeutet, das ist der Grund, warum die Erweisung gegeben wurde. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jenem Sabbat vorgelesen wird. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann wusste man, dass die Gemeinde sich in der Synagoge versammelt hat. Und wenn jetzt da jemand zum Beispiel die Gläubigen gesehen hätte, dass die zum Beispiel hingegangen wären und Götzeopfer gegessen hätten, wie es in 1. Korinther 8 und 10 beschrieben ist, dann hätte es einen Skandal gegeben. Dann hat er gesagt, vor diesen Sünden müsst ihr euch hüten. Wobei jetzt wieder wichtig ist. Also jetzt mache ich einfach mal einen Sprung. Wenn ich das wirklich wissen will, was von diesen Punkten gilt, wo muss ich gucken? In der Lehrbriefe. Ist überhaupt keine Frage. Wo muss ich nicht gucken? Schau klar. 3. Mose 17, Vers 12. Da kommen dann die Gläubigen zu mir und sagen, ja, schon dort steht und Gott hat gesagt, das ist ein Gräuel. Und da wird dann alles aufgeführt, was es überhaupt gibt. 3. Mose 17, 12. Darum habe ich den Kindern Israel gesagt, keine Seele unter euch soll Blut essen, auch der Fremdling, der unter euch wohnt, soll kein Blut essen. Also der Blutgenuss ist verboten gewesen und man musste das Fleisch ausbluten lassen, schächten. Das heißt, bei dem Tier das Blut rauslaufen lassen und dann durfte man es essen. Warum hat man zum Beispiel verboten Ersticktes? Das war in der Schlinge gefangen, ein Hase oder sowas, was man im Krieg ja gemacht hat, wo sie Hunger hatten. Ist auch verboten, weil da geht das in die Blutgefäße, da fließt nichts ab. Und jetzt müssen wir einfach festhalten, wenn man jetzt die Bibel einigermaßen kennt, dann weiß man, Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende und das Ziel des Gesetzes, dort steht Telos. Römer 7, 4 sagt, du bist durch den Leib des Christus dem Gesetz gestorben. In dem Moment, wie ich in einem Geist zu einem Leib getauft werde, bin ich tot für das mosaische Gesetz. Wisst ihr, und ich sage es mal vorsichtig. Wenn ich für etwas tot bin, dann ist das Ding für mich vollständig erledigt. Und so betrachte ich das mosaische Gesetz. In 1. Timotheus 1, Vers 8 spezifiziert die Bibel das. Da sagt sie nämlich, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzesmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und widerspenstigen, Gottlosen, und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meinedigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Was sagt sie jetzt? Ganz einfach. Wem gilt das Gesetz? Wisst ihr, wem das Gesetz gilt? Meinem Nachbar. Meinem Nachbar, der nicht bekehrt ist, gilt das Gesetz. Jedem Menschen, der nicht bekehrt ist, sagt hier die Bibel, gilt das Gesetz. Außer den Gläubigen. Nämlich das mosaische Gesetz ist zur Vollerkenntnis da, um Vollerkenntnis der Sünde herbeizuführen, um uns zu Christus hin zu erziehen. Das heißt, das ist das Todesurteil über die Ungläubigen. Aber uns gilt kein Gesetz. Galater 3, 24 sagt, das ist unser Erzieher auf Christus hin. Da steht im Griechischen Pädagoge. Und Römer 3, 20 sagt, es ist dazu da, um die Vollerkenntnis herbeizuführen, und zwar die Vollerkenntnis von Sünde. Und Galater 2, 16 sagt nochmal was ganz Eindeutiges. Also da ist dann jeder Zweifel ausgeschlossen. Sie sagt hier die Schrift, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das heißt, die gesamte Erlösung, die gesamte Nachfolge hat mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Wir sind frei vom Gesetz in jeder Beziehung. Und Epheser 2, Vers 8 sagt ja, wie seid ihr gläubig geworden? Aus Gnade, unverdient, aus Gnade und letztendlich, es war die Gabe Gottes, die uns nahegebracht hat. Wisst ihr, und das ist das, wo du dann sagen musst, hoppla. Was sagt jetzt Kolosser 2? Haben wir ja vorgelesen wegen dem Sabbat.
Niemand soll euch richten wegen Speise. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel meint, was sie sagt und sagt, was sie meint. Machen wir ein praktisches Beispiel, das nicht theoretisch bleibt. Ich gehe jetzt zum Beispiel hin zum Metzger und hole mir ein Schnitzel, das im Blut schwimmt. Und jedes Schnitzel schwimmt im Blut. Ich habe noch nie ein Schnitzel gesehen oder ein Stückle Fleisch, wo eben das Blut drin ist. Oder habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe es noch nie gesehen. Weil die Deutsche schächtet nicht, sondern die Deutsche metzget. Ich war auf Muck dabei, wie man Sau gemetzget hat. Ich weiß, wie man das macht. Und da ist Blut noch drin und dann bringst du das in deinem Wachstuch, Papier, bringst das heim und dann liegt das da. Und da ist Blut drin, ohne Frage. Wenn du jetzt koscher wärst, dann müsstest du das entbluten, wie man das macht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mit einem Saugapparat irgendetwas, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt kommt das Interessante. Sobald du Fett in die Pfanne wirfst und Hitze und das Schnitzel reinwirfst, passiert mit dem Blut was Interessantes. Das Blut verändert sich. Und du hast nachher kein Blut mehr. Es sei denn, du isst Tartar und bratsch geiz, sondern ist es roh und hast Blut. Das heißt, es wird verarbeitet zu Speise. Und die Bibel sagt, wegen Speise braucht man dich nicht richten. Also sagt doch die Bibel ganz klar, alles was Speise ist für einen Gläubiger in Ordnung. Und das mosaische Gesetz brauchst du nicht beachten, weil es letztendlich gegeben wurde, um Sünde herbeizuführen, hat eine völlig andere Rolle. Und die Apostelgeschichte brauchst du in dem Fall nur als Indikator, von dem du ausgehst, weil es keine Lehre ist, sondern Praxis. Du musst die anderen Punkte untersuchen. Man höre und staune nämlich, dass Paulus genau die Punkte, nicht alle, Unzucht natürlich, verdammter, genauso in 1. Thessalonicher 4 als absolute Sünde. Aber zum Beispiel, er erlaubt Götzenopferfleisch zu essen. Das erlaubt er. Lass mal 1. Korinther 8, 1. Korinther 10, die Korinther-Ding, wo er sagt, wenn du es kannst, und dann bindet er es an dein Gewissen und sagt, wenn du es von deinem Gewissen her kannst, und wenn du damit das Gewissen eines Dritten nicht belastest, dann kannst du es, iss ruhig. Also heißt es, ich kann alles essen, was Speise ist, was mir mein Gewissen erlaubt, wo ich einen Dritten nicht gefährde. Alte Story in unseren Reihen passiert, Bruder sagt zu mir, da kommt einer zu mir, der ist ganz gesetzlich. Dem zeige ich es, dem setze ich Schwarzwurst vor. Das ist natürlich verboten. Da musst du bei deiner Wurstplatte oder beim Aufschnitt, den du ihm vorsetzt, musst du gucken, dass du keine Blutwurst und keine Schwarzwurst hast. Nämlich wegen seines Gewissens, nicht wegen meinem. Du kannst dann, wenn der rausgeht, der Kühe, kannst du den Schnitzel reinschieben. Das ist erlaubt. Du versündigst dich nicht, weil wenn du es von deinem Gewissen her kannst und das ist Speise, dann kannst du es essen. Also alles, was Speise ist, ist erlaubt. Aber was ist jetzt nicht erlaubt? 1. Mose 9, 4, du sollst das Blut nicht genießen. Wisst ihr, was verboten ist? Verboten ist das, was der Metzger tut. Er schlägt der Henne den Kopf ab und trinkt das Blut. Das machen nicht alle Metzger, aber es war früher so, vor allem auch im Krieg rum, wo man ein bisschen tauber Zugang ist. Er trinkt das Blut. Und es gab immer Leute, die haben Blut getrunken. Das siehst du denen auch an. Die sind sehr ein bisschen anders aus wie der Rest der Welt. Es sind auch meistens sehr rohe Geselle. Und das verbietet die Bibel. Die Bibel verbietet roher Blutgenuss. Und das steht in der Schöpfungsordnung. Es hat mit dem Gesetz nichts zu tun, mit der Apostellehre. Es hat mit gar nichts zu tun. Das ist gültig. Wie Mann, Frau, Tag, Nacht. Das hat Gültigkeit. Das heißt, ich darf kein rohes Blut essen. Ich darf aber alles, was zur Speise verarbeitet ist, darf ich essen. Und ich darf alles essen, was von meinem Gewissen her geht. Und darf alles essen, wo ich einen Dritten nicht gefährde. Und das Zünglein an der Waage ist laut Römer 14, mein Gewissen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Reich Gottes besteht nämlich nicht in Speise, nicht im Sabbat, sondern in Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist innerlich. Also jetzt sieht man, die Speisevorschriften sind für uns im Prinzip aufgehoben. Ich muss nur vorsichtig sein. Wisst ihr, ich war schon in Gemeinde und habe ich das gepredigt. In der ersten Phase habe ich aufgezeigt, was gilt. Dann hat die linke Seite grinst. Dann habe ich aufgezeigt, was wir nicht beachten müssen. Dann hat die andere Seite grinst. Wo ich am Schluss gezeigt habe, was alles ist, dann hat nämlich viel grinst. Wir dürfen uns die Schädel nicht einschlagen wegen sowas. Wenn zu mir jemand sagt, ich kann kein Blutwurst essen, muss ich sagen, du, ich auch nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, ich mag sie nicht. Gott hat mich vor dem bewahrt, vor dieser Frage, weil ich sie einfach nicht mag. Schwarzwurst habe ich als Kind gegessen, kübelweise. Inzwischen mag ich sie auch nicht mehr. Da ein gewisses Wehren, aber das ist wohl eher organisch bedingt, weil ich sowieso zu viel Fett in mir habe.
Und mein Doktor sagt 60 Gramm und dann ist aus, dann braucht man kein Schwarzwurst essen. Aber wenn jetzt ein Bruder sagt, ich bin vollkommen cholesterinfrei, ich bin vollkommen befreit vom Leber und sich eine Schwarzwurst einen halben Ring reinhaut, dann muss ich sagen, Amen, iss es, wenn es dir schmeckt. Aber wenn der Bruder kommt, der ein schwaches Gewissen hat, dann pack sie weg. Und von daher sieht man, das sind Nebenlehren. Jetzt gibt es aber Gemeinden, die würden mit mir die Gemeinschaft brechen, weil ich zum Beispiel sage, ich könnte Schwarzwurst essen. Wisst ihr, das ist gemeint in dem Hebräer. Das ist in unserer Stelle gemeint, ich soll nicht auf Nebenkriegsschauplätze gehen, sondern beim Zentrum bleiben. Und das Herz soll befestigt werden durch Gnade. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, zum Schluss. Das Herz wird nicht durch solche überstrenge Lehre letztendlich befestigt, sondern durch Gnade. Und da gehört natürlich auch dazu, ich sage das einmal, ich werde nirgends so beschimpft wie auf dem Sektor. Wenn man das einmal gewöhnt ist, macht es einem auch nicht mehr allzu viel aus, aber es ist biblisch. Zum Beispiel, die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass eine Frau keine Hose anziehen darf. Wir waren jetzt auf einer Familienfreizeit. Da ist eine sehr fromme Frau, Kamel geritten, mit einem Rock. Die Brüder sind dann nachher zu mir gekommen und haben gesagt, hast du es gesehen, hast du es geknipst? Dann habe ich gesagt, mir ist rausgegangen, aber ich bin unendlich dankbar, ich habe es auf dem Film. Ich habe nämlich meine Frau gefilmt, wie sie aufs Kamel steigt. Und zufällig war die Frau davor. Und da muss ich sagen, der Bruder, wo mir das gezeigt hat, hat völlig recht gehabt, es war anstößig. Und dann müssen wir eigentlich zu der Frau hingehen und sagen, Schwesterlein, wenn du schon überzeugt bist, dass du nur einen Rock anziehen darfst, dann steig auf kein Kamel. Oder wenn man ins Gebirge geht und man glaubt, man darf nur einen Rock anziehen, dann bleib daheim und geh in den See, aber nicht ins Gebirge. Wo man hochläuft und runterläuft und hinten und vorne. Ich bin mit Jugendgruppe jahrelang im Gebirge rumgestiefelt. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Es steht in der Bibel nirgends. Es steht, es muss keusch, züchtig sein und dem weiblichen Wesen gemäß. Das kann eine Hose sein, wenn sie sauber ist. Es kann ein Rock sein und er kann noch so schön sein und er kann dem genau allem dagegen gehen. Und durch das wird auch das Herz nicht befestigt, durch die Kleidervorschriften. Versteht ihr? Das ist furchtbar. Ich habe zuerst, wo ich es daheim nochmal in Ruhe auf dem Bildschirm angeguckt habe, wenn man den Film nochmal angeguckt habe, habe ich gesagt, also eigentlich hat es mich gewundert, dass ich es nicht selber gesehen habe. Und jetzt muss man einfach etwas sagen, durch das wird das Herz nicht fest, das wird nicht befestigt, der Herz kommt nicht zur Ruhe. Sondern die Bibel sagt ganz einfach, das Herz kommt zur Ruhe, Hebräer 4,12, wenn der Herr durch das Wort Gottes dein Herz scheidet nach Geist und nach Seele. Wenn er dir zeigt, was geistlich ist und wenn er dir zeigt, was seelisch ist. Apostelgeschichte 2,20 sagt der Paulus, wenn er dir zeigt, was nützlich ist. Wisst ihr, nützlich ist es. Ich weiß zum Beispiel Dinge aus der Heiligen Schrift, die würde ich nie jemandem sagen. Ich habe es mal ein paar Brüder gezeigt, wo einfach ganz, ganz gewaltige Schattenbilder im Alten Testament sind. Ist das nützlich? Nö. Wenn einer ein schwaches Gewissen hat, vielleicht sagt, oh, jetzt gehst du aber weit. Wenn es jemand gar nicht juckt für die Schattenbilder, dann habe ich bloß rausgeschwätzt, dass es rausgeschwätzt war. Also behalte ich das für mich und freue mich drauf. Das ist nicht nützlich, aber nützlich ist, jemand zu sagen, wenn du mit deiner Sünde Problem hast und immer die gleiche Sünde kommt, dann halte dich für mit Christus gekreuzigt. Ich zeige dir, wie das geht, das ist nützlich. Wenn ich ihm zeige, wie das vollkommene Opfer wirkt, wie ich nur im Glauben das vollkommene Opfer annehmen muss und alles bricht. Wenn ich ihm zeige, dass Gott eigentlich Glaubensgehorsam erwartet, Römer 1, Römer 16. Und wenn man sieht, dass laut 1. Petrus 15 Gott es tun wird, wenn ich mit der richtigen Herzenshaltung komme. Und die steht in Römer 12, Vers 1 bis 3, wo er sagt, ich drehe es von hinten auf, bescheiden sein, die richtige Einstellung haben und sich erneuern lassen. Und dann kommt das Herz zur Ruhe. Das Herz kommt zur Ruhe, wenn es sauber ist. 1. Johannes 1, 7 bis 9, wenn wir im Lichte wandeln, uns dauernd durch Jesu Blut reinigen lassen. Ich komme zur Ruhe in meinem Herzen, wenn meine Gesinnung sauber ist. Philipper 2, 5, die Gesinnung Jesu. Das heißt, wenn ich nicht das eigene suche, nicht hochmütig bin, nicht eigene Ehre, nicht dauernd kitzelt bin und immer denke, ich komme zu kurz, wenn ich einfach mit dem Herrn Jesus zufrieden bin, dann kommt der Herz zur Ruhe. Und die Bibel sagt ganz klar, das Problem ist Herz, sonst gar nichts. Und das kommt dann zur Ruhe. Und immer wieder, das geht durch, auch in der Praxis der Apostel, Apostelgeschichte 15, 9, Gehorsam. Glaube, also Apostelgeschichte 15, 9 ist Glaube und 1. Petrus 1, 22, Gehorsam. Glaube und Gehorsam, das sind die zwei Schlüssel. Wenn ich das, was der Herr Jesus mir praktisch am Herzen tut in der stillen Zeit, im Glaubensgehorsam auslebe, dann kommt mein Herz langsam zur Ruhe. Dann werde ich ausharren, dann werde ich stabil, dann wird das Herz langsam daran gewöhnt. Und die Bibel sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen, drum bleibe dabei und verharre. Das ist alles.
Das heißt, mein Herz wird nicht fest, wenn ich Sonderlehre habe, sondern mein Herz wird fest, wenn ich einfach lerne, gereinigt durch Jesu Blut, wenn ich lerne, ich bin mit Christus gekreuzigt, wenn ich lerne, wie muss ich Widerstand leisten, wenn ich lerne, dass mein Gewissen relativ ist, dass mein Gewissen im Heiligen Geist gut wirkt, nicht im Heiligen Geist schlecht wirkt, wenn ich das einfach lerne und einfach lerne, das vollkommene Opfer zu erkennen und das anzuwenden, dann kommt mein Herz in kurzer Zeit in einen Zustand, wo es stabil ist, und dann erreicht man das, was der Schreiber vom Hebräerbrief wollte, nämlich mündige Gläubige. Und dann lasse ich die Finger von den Lehrern. Wisst ihr, bei mir ist inzwischen so, wenn ich die Lehre sehe, dann fliehe ich fast. Dann denke ich, oh nein, schau wieder, ich will doch das gar nicht mehr hören, das Geschwätz. Wisst ihr, und das ist das, was unser Hebräerbriefschreiber sagt. Und ich denke, an dem Punkt können wir auch den Knopf hinmachen. Er sagt ganz ehrlich, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Ich erweitere es einmal und sage, Komma, indem ihr nämlich in der Lehre der Apostel bleibt, indem ihr euch bewusst seid, dass der Herr Jesus den Apostel genau aufgetragen hat, was sie lehren sollten, indem ihr unterscheidet zwischen Israel und der Gemeinde, indem ihr unterscheidet zwischen Endzeit und letztendlich Apostelzeit, indem ihr unterscheidet, was ist Altes Testament, indem ihr unterscheidet, was betrifft die Gemeinde wirklich, indem ihr unterscheidet, sind es Lehren, die wichtig sind, indem ihr zum Beispiel ganz genau nachguckt, auch in die Evangelien, sind die wieder da, Sünde wie der Heilige Geist, kommt auch nicht mehr, weil es nur Israel begehen konnte zur Zeit Jesu. Also alle diese Dinge, und wenn man dann das vollkommene Opfer lernt, für sich selber anzuwenden, nicht ihre bewusste Sünde zu bleiben, das auch lernt, was die Propheten vorher schon prophezeit haben, dass mein Herz völlig zur Ruhe kommt, dass die Sünde völlig vergeben werden, dass sie in die Tiefe des Meeres gesenkt werden. Wenn man das alles im Glauben lernt zu fassen, dann kommt das Herz zur Ruhe. Und dann macht mir auch fremde Lehre nichts mehr aus. Dann bin ich gefestigt. Und dann habe ich für gar niemand Sorge, dass er auch die Kämpfe nicht durchsteht, und steht jeder die Kämpfe durch. Ist überhaupt keine Frage, dann überwinden wir. Aber wir müssen lernen, in diesen Schienen zu bleiben. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Jesus, möchte einfach danken, dass du dein Wort so gemacht hast, dass man es einfach auch als einfacher Mensch fassen kann, dass du einfach das meinst, was du sagst, und sagst, was du meinst. Und wenn du Israel sagst, dann meinst du Israel. Und wenn du Gemeinde sagst, meinst du Gemeinde. Wenn du Apostellehre meinst, dann meinst du die Lehre. Und ich danke dir, dass du der Apostel genau aufgetragen hast, was sie uns lehren sollen. Und dass wir von daher auch deine herrliche Lehre der Evangelie verstehen. Dass wir dann auch verstehen, was du symbolisch getan hast und was du willst, dass wir weiter tun, dass das einfach passiert. Gib einfach Gnade und lass uns da in keinster Weise in diese Falle gehen des Teufels, der uns ja bloß verrückt machen will und mit falscher Lehre aus der Fassung bringen will, dass wir gebunden werden und dass du letztlich mit uns nichts mehr anfangen kannst. Gib uns einfach Gnade. Du siehst auch, wo in unserem Herzen vielleicht eine Neigung ist zum einen oder anderen. Gib uns einfach den Blick auf dich, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen, mit dir, Herr Jesus, völlig zufrieden sind, dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, und Schritt für Schritt wirklich in dieser Nachfolge zum Ziele kommen, und dass du mit uns dann auch das erreichst, was du dir vorgesetzt hast. Und dafür danke ich dir. Amen.